wenn du etwas liebst, dann versuchst du auch da drin besser zu werden. Wir müssen uns auch immer irgendwie selbst zerstören, um uns wieder neu zu definieren. Deswegen muss man da auch so eine gesunde Mitte finden, dass man sich nicht nur auf dieses Social Media fokussiert, sondern eigentlich auch auf die Musik, weil das ist ja am Ende trotzdem das Wichtigste. Herzlich willkommen zu einem weiteren Summit von Havana Club Grounds live auf dem Splash. Wir wollen uns heute so ein bisschen über Hip-Hop wieder unterhalten, wie die letzten Tage schon. Genau, bei Havana Club Grounds, den Talks und auch hier dem Summit auf dem Splash Festival, es liegt immer der Fokus mit darauf, dass wir die MacherInnen aus der Szene auf die Bühne holen und mit ihnen darüber sprechen, was sie weitergeben können an die nächste Generation von Leuten, die Bock haben, wie heute zum Beispiel, selbst Producer zu werden, irgendwie mitzuwirken. Ist natürlich auch interessant für Fans, aber vor allem immer ein bisschen auch gerichtet an Leute, die selber Bock haben, was zu machen. Und wir wollen heute was über Producing lernen. Da gibt es sehr, sehr spannende Entwicklungen in den letzten Jahren. Es geht gar nicht vor allem um technische Sachen, sondern früher hatte man dieses Klischee davon, dass man da so im Rap so Beatmaker hat, die sitzen in einem Keller an so einem Gerät und schrauben da an Beats rum, schicken dann eine CD zu Rappern und die Rapper werden reich und berühmt und feiern wilde Partys und die Producer sitzen im Keller. Und das hat sich in den letzten Jahren radikal geändert. ProducerInnen sind selber Stars heute, sind selbst sehr erfolgreich, selbst sehr, sehr bekannt, so wie es sich gehört. Und wie man diesen Job Producer 2023 und in Zukunft spielt, das wollen wir uns heute erklären lassen. Und deswegen haben wir drei von diesen Stars heute hier. Ich fange mal an, die ein bisschen vorzustellen. Frio, mit 13 warst du schon Jungstudent an der Uni, nachdem dein Musiklehrer irgendwie musikalisches Talent entdeckt hat und dich dafür vorgeschlagen hat. Mit 6 Jahren konntest du auch schon dein erstes Instrument spielen. Ich habe nicht rausgefunden, was das für ein Instrument war. Trompete. Ich hatte auch als Kind eine Trompete, aber ich konnte sie nicht spielen. mit Musik hast du dich auf jeden Fall schon sehr früh, sehr intensiv auseinandergesetzt, hast dann auch nach deinem Abi Jazzklavier studiert und in den vergangenen Jahren bist du mitverantwortlich für unzählige Hits, unter anderem für Farid Bang, Manuelsen und auch Shirin David hast du produziert. Und bei dem Rap-Musical Hype, zu dem ich eine sehr persönliche Bindung habe, warst du letztes Jahr sogar, also hast du die Rolle des musikalischen Leiters eingenommen. Ja, genau. Und also glücklicherweise oder zu meinem Glück wurde die Serie sogar Grimme-Preis nominiert. Also, das war letztes Jahr. Daher kam mein letztes Jahr. Krass. Okay. Shirin, du hast 2021 deinen ersten Beat veröffentlicht. Also ist noch gar nicht so lange her. Und trotzdem hast du schon sehr, sehr viel gerissen, sodass du da sogar mithalten kannst mit all dem, was wir gerade eben gehört haben. Shirin ist der gar nicht mal so geheime Geheimtipp der Producer-Szene, würde ich sagen. Sie ist vor allem bekannt geworden durch ihre Zusammenarbeit mit Wassermann, aber arbeitet auch mit beispielsweise Elli Price, Absilon und Baby Joy zusammen, ist auch als DJ unterwegs und hat an Kampagnen für Aldi zuletzt mitgewirkt, vorher schon mit Essence. Also ja, ich höre sehr, sehr oft und sehr, sehr viel von Shirin und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Ein Applaus gerne auch mal. Dankeschön. Yes. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Dann haben wir noch Lucry hier. Du hast einige Diamant-Auszeichnungen für deine Beats bekommen. In den vergangenen Jahren zusammengearbeitet mit der KMN-Gang, Capital Bra, Nimo, Apache, Gold, Platin und Diamant ist da dabei. Mit 16 Jahren hast du bereits bei dem Major-Label Sony dein Debütalbum El Latino Alemán veröffentlicht und deine Single Ayayay gilt bis heute als die erste deutschsprachige Reggaeton-Veröffentlichung. Krass auf jeden Fall, wenn man das von sich sagen kann. Trotzdem hast du dich dann 2014 dazu entschieden, nur noch zu produzieren. Und seit 2019 bist du immer mehr mit der Producerin Suena unterwegs im Tag-Team. 2020 habe ich noch notiert für den Song Roller mit Apache. Hast du den Musikautorenpreis für das erfolgreichste Werk des Jahres 2019 bekommen? Und 2022 folgte noch der Musikautorenpreis der GEMA in der Kategorie Hip-Hop. Das heißt, wir haben auf jeden Fall wirklich ordentliche Stars hier neben uns sitzen. Und deswegen gerne auch nochmal einen Applaus für die beiden, die ich vorgestellt habe. Applaus
Lucra, ich habe an dich tatsächlich auch die erste Frage als Producer. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus? Gibt es das überhaupt? Nee, nicht so wirklich. Also ich habe nicht so wirklich Routinen. Also gibt ja auch viele Menschen, die so Routinen brauchen, um irgendwie zu funktionieren. Bei mir sieht eigentlich kein Tag wie der andere aus. Und ich brauche das auch, damit ich einfach immer freien Kopf habe, um einfach kreativ sein zu können, wenn ich es brauche. So. Und alles drumherum baue ich mir dann, ja, wie es dann halt dazu passt. Sitzt du oft Beats machend im Keller? Mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte auf jeden Fall auch so diese 5, 6, 7 Hardcore-Jahre, wo ich den ganzen Tag nur am Rechner saß und einfach 800 Milliarden Beats pro Tag gemacht habe. Und mich Freunde und so immer gefragt haben, warum kommst du nicht mit? Und, ne, und man irgendwie so komplett antisocial wird. Aber jetzt so in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall nicht mehr so krass. Also ich mache schon natürlich immer noch viele Beats und so, aber das ist auch alles ein bisschen gezielter und dann, ne, und dann viele Sessions natürlich auch. Und es geht eher so um Songmaking und dass man halt irgendwie Songs macht, als dass man jetzt endlos viele Beats einfach macht. So. Und was in den letzten Talks ja immer wieder rausgekommen ist, ist, wie viel Liebe und Leidenschaft die Leute für das haben, was die machen. Shirin, was macht dir so am meisten Spaß am Produzieren? Bei mir ist es tatsächlich so, ich kann meine Emotionen halt auch in die Musik. Also wenn es mir nicht gut geht, mache ich Musik. Wenn es mir gut geht, mache ich Musik. Und es ist einfach so das, was mich einfach runterbringt. So ist einfach das, was ich liebe. Und genau, das ist einfach genau das, was ich schon immer machen wollte. Und ja, eigentlich macht mir alles daran Spaß. Ich würde gerne nochmal auf die These so zurückkommen vom Anfang, dass es da einfach eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren gab, was die Rolle von Producern in Deutschland angeht. Wo stehen wir denn jetzt gerade? So, würdet ihr sagen, heute bekommt man als Producer den Respekt und die Anerkennung, vielleicht auch den Fame oder das Geld, das diese Berufsgruppe verdient hat? Ich meine, es ist nicht mehr nur auf euch selber bezogen, sondern ihr werdet auch viele andere kennen, im Austausch sein, ihr arbeitet teilweise eng mit anderen Leuten zusammen. Sind Producer in Deutschland da, wo sie sein sollten, oder gibt es da noch viel aufzuholen? Also ich sehe das so, ja, safe natürlich. Die Leute, die halt jetzt quasi natürlich deren Placements, würde ich jetzt mal so sagen, haben, natürlich ist es schon so, dass man halt auf jeden Fall dafür richtig akkreditiert wird. So. Das sehe ich auf jeden Fall so. Natürlich ist halt das, dadurch, dass es halt so eine, was heißt kleine Nische ist, gibt es natürlich trotzdem sehr, sehr viele, die halt noch, sagen wir es mal so, unterm Radar schweben. Und da ist es halt dann natürlich immer schwer. Deswegen versuchen wir, oder ich denke mal so, auch jeder Produzent, der dann irgendwie so seine Placements hat, auch andere Leute mitzuziehen, indem man so Samples benutzt, auch von anderen. So, das ist natürlich ganz klar. So, da, so würde ich das kurz beschreiben, glaube ich. Cool. Wie seht ihr beide das? Vielleicht können wir da von jedem einmal kurz was zu hören. Ja, so die Sache ist, bevor ich jetzt so in der Musikbranche war, wusste ich halt auch nicht, was so ein Produzent alles macht, weil Leute, die vom Außen halt gar nicht so dabei sind, die sehen das ja alles gar nicht. Und wo ich dann so angefangen habe und gesehen habe, wie viel Produzenten eigentlich tun, war so mein Ziel immer so, für die Zukunft auch immer noch, dass Produzenten auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie bekommen. Also. Ja, also würde ich allem zustimmen. Ich sehe auf jeden Fall eine Entwicklung im Sinne von auch so, was Knowledge angeht zum Beispiel. Also wenn jetzt neue Producer zum Beispiel reinkommen oder so, oder man versucht natürlich auch immer viel auch weiterzugeben und irgendwie die Leute auch ein bisschen zu teachen, oder dass jetzt nicht unbedingt jeder irgendwie dieselben Fehler macht, die man auch selber gemacht hat oder so. Und da sehe ich schon, dass es auf jeden Fall einen Progress gibt und einfach generell, dass auch alles natürlich viel professionalisierter irgendwie halt ist, ne? Und die Leute irgendwie mittlerweile auch wissen, was ein Verlagsdeal ist, was irgendwie GEMA-Shares sind, was Masterrechte sind und so. Das waren Sachen, die haben vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch so bei Producern noch nicht so die Rolle gespielt, wenn man sich so krass darauf fokussiert hat, einfach Beats zu machen und irgendwie zu placen und so. Da sieht man schon auf jeden Fall eine Professionalisierung. Und was hilft, ist auf jeden Fall die, es ist sichtbarer. Also als ich angefangen habe, irgendwie Beats zu machen oder irgendwie Samples oder Drum-Sounds, da musste ich mir irgendwelche CDs aus den USA bestellen und so, weil es dafür einfach gar keinen Forum gab oder so. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es gibt schon auf jeden Fall auch so in der Breite genug Leute, die sich so
für dieses Thema einfach interessieren und keine Ahnung, wie viele Tutorials es gibt und halt so den. Und deswegen ist es so ein bisschen entmystifiziert, glaube ich, für die Leute. Und man hat so ein bisschen mehr auch ein Gefühl dafür, was macht eigentlich ein Produzent und was bedeutet das, Beats zu machen und so. Was sind denn diese Fehler, von denen du gerade gesprochen hast, wenn du sagst, du teachst auch Leute und versuchst, sie vor Fehlern zu bewahren, die man selber vielleicht auch gemacht hat? Hast du was Konkretes? Also generell natürlich irgendwie alles auch, was so im weitesten Sinne mit Business zu tun hat, so, weil das kennt ja auch wahrscheinlich jeder, dass man vor allem am Anfang irgendwie guckt, ey, Hauptsache ich bin irgendwo und ich kann irgendwo stattfinden und ich bin irgendwie im Studio mit XY oder so, weißt du, und wenn du halt vor allem jünger bist und da dann irgendwie auch so ein bisschen die Kurve zu bekommen, sag ich mal, weißt du, also da sehe ich oft, dass dann einfach so junge Beatmaker oder so dann oft an den Punkt kommen, okay, ey, boah, ich habe jetzt hier ein Jahr, zwei Jahre irgendwie Beats rausgegeben und bla, aber wie läuft das jetzt eigentlich alles und wie, ne, was, und dann redet man halt darüber, sagt, ey, erst eigentlich eine GEMA-Nummer, also, ne, was fängst du bei den Basics an und wie, und dann, ja, worum es auch dann immer geht, so. Shirin, du bist ja seit 2 Jahren erst dabei, ja. Hast du Leute, die dir solche Tipps auch geben? Hast du da das Gefühl, du konntest wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel lernen, oder ist das manchmal noch so, dass man sich denkt, wow, krass, das ist overwhelming und ich muss mich erst noch zurechtfinden? Also ich sag mal so, ich glaube, auch nach 10 Jahren kann man immer wieder neue Sachen dazulernen. Also ich glaube nie, dass ich irgendwie sagen kann, ey, ich weiß jetzt alles. Aber ich muss auch sagen, also ich bin sehr dankbar. Ich habe wirklich sehr viel Hilfe auch so von allen Seiten. Also jeder hat mir eigentlich immer so Tipps gegeben. Ich habe immer geguckt, okay, der macht das so, der macht das so. Und ja, immer so schauen halt. Was war die größte Veränderung in den letzten Jahren? Nochmal zu der Frage zurück, wo stehen Producer heute in Deutschland? Frio, vielleicht fällt dir dazu was ein? So, gibt es irgendwas, was, wo du sagen würdest, da hat sich echt krass was geändert in meiner Wahrnehmung? Ja, also ich nehme mal jetzt das ganz platte Beispiel mit den Tags. Also dass Tags auf jeden Fall in Tracks auf jeden Fall oder ja, in Songs auf jeden Fall gang und gäbe sind. Und dass halt mehr die Künstler jetzt sogar drauf bestehen, ey Bro, kannst du dein Tag auch reinmachen? Oder, weißt du, was ich meine? So Sachen halt. Das ist halt zum Beispiel eine enorme Veränderung, weil das ist wie die Handschrift bei einem Künstler unter einem Gemälde und ja, quasi die musikalische Unterschrift, so würde ich es mal sagen. Ich finde das bei den Tags tatsächlich richtig interessant, weil manchmal ist es ja auch schon, also manche Rapper haben ja auch die Stimme gegeben für das Tag. Und da fällt es ja dann immer voll auf, wenn der Rapper wechselt. Also Apache hat das ja bei Jumper, glaube ich, auch gemacht. Und das gibt ja auch nochmal einen kompletten Stellenwert irgendwie für das Tag, weil das so drin bleibt irgendwie, wenn sich was verändert. Und ich habe dazu tatsächlich eine Frage, weil ich habe mal gehört, dass man die Tags am Anfang reinmacht, damit die, wenn die Songs im Radio gespielt werden, weil die nicht ausgespielt werden, damit das am Ende nicht rausfällt. Ist das tatsächlich so? Also ich habe davon jetzt, also ich muss ehrlich sein, ich habe das jetzt einmal, habe ich noch nicht gehört, weil ich gedacht habe, okay. Weil ich habe mir einfach gedacht, so okay, ich pack's einfach am Anfang rein und es am Anfang des Songs gebe ihn so. Aber es gab auch durchaus Situationen, da habe ich meinen Tag in der Mitte von einem Song platziert, am Ende von einem Song platziert. Und das ist eigentlich immer so auch Geschmacksfrage, so eine Geschmacksfrage. Und ja, manchmal ist auch vorne gar kein Platz, weil zum Beispiel jetzt mittlerweile die Songs werden gefühlt nur noch 2 Sekunden lang, so Beispiel, also ist übertrieben. Aber dann fängt der Song quasi direkt an mit Stimme und dann ist halt natürlich kein Platz für Tag. Also auf jeden Fall Song vor Tag, würde ich sagen. Also ich glaube, die Entscheidung ist nicht vorher, okay, man packt safe. Die jetzt an, sondern halt, wo es halt am besten hinpasst. Und am Anfang ist es halt einfach immer am epischsten. Also ich bin halt auch ja super viele Einflüsse aus der lateinamerikanischen Musik, so, und im Reggaeton war das schon immer so gang und gäbe, dass einfach so die Rapper selber, die Produzenten am Anfang so genannt haben, einfach geschautet. So, das sind auch so Tiny oder so, die heute, also Tiny ist auch so einer der größten Produzenten so weltweit einfach und hat angefangen halt mit puerto-ricanischem Reggaeton. Wurde immer am Anfang gesandt, war immer wie so ein epischer Aufschlag, so, weißt du, so, und da passt es schon am besten, aber wenn es irgendwie besser in der Mitte passt oder am Ende oder gar nicht passt, weil einfach am Anfang schon der Song direkt losgeht, dann ist halt auch einfach mal kein Tag drin. Stimmt, das wollte ich auch sagen, manchmal habe ich sogar bewusst meinen Tag halt dann, obwohl Platz war, nicht reingemacht, so, wenn es jetzt zum Beispiel voll die Gefühlsnummer ist, dann und dann am Anfang irgendwie so ein Tag reinkommt, kannst du auch ein bisschen reinscheißen. Die Tags haben, denke ich, auch deshalb so eine große Bedeutung, weil sie euch
Sichtbarkeit oder in dem Fall Hörbarkeit eher nehmen, ne? Aber ja. Wenn das so wäre, wie ich das so klischeemäßig beschrieben habe, ich bin jetzt Beatmaker, sitze im Keller und gebe jemandem die Beats, dann muss ich halt überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute überhaupt wissen, dass ich das produziert habe, ne? Und da kannst du natürlich dann sagen, ich habe einen Trademark-Sound, den erkennt man wieder. Oder du sagst, ich mache selbst auch Vocals, wie ein Pharrell irgendwann oder ein Kanye West oder so, ich gehe selber ans Mikro, mach den Schritt. Oder heutzutage habt ihr Möglichkeiten wie Social Media, um auf euch aufmerksam zu machen und sichtbar zu werden. Oder es gibt Veranstaltungen, wo man sich mal auf eine Bühne setzen kann. Aber dieser Tag ist halt ein sehr direkter Weg, wie man dafür sorgen kann, dass jeder, der den Song hört, auch weiß, wer ihn produziert hat. Was ja nicht selbstverständlich ist. Ihr wart mal, oder diese Berufsgruppe Produzenten war mal unsichtbar eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das hat, also sorry. Aber das hat insgesamt, glaube ich, auch einfach so den Einfluss vergrößert von Produzenten generell auf den ganzen Prozess, so, weißt du? Weil, wie du gesagt hast, am Anfang auch so, es ist nicht mehr unbedingt dieses CD rausschicken und dann macht Künstler XY irgendwas, sondern es geht ja wirklich darum, dass es auch appreciated ist, das, was man quasi geben kann für den Song oder dass man zusammen an etwas arbeitet und, ne, so den Song einfach gemeinsam kreiert, so dann so Sachen wie Tags und sowas hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ja. Muss man dann, vielleicht eine Frage an Shirin, muss man dann auch manchmal diskutieren vielleicht mit Künstlern und ob, wenn man auf seinen Tag besteht, oder ist das mittlerweile selbstverständlich, dass ein Tag mit auf die Songs reingehört? Also selbstverständlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es selbstverständlich ist und also es kommt drauf an, man spricht darüber, man hört sich den Song an, entweder es passt da rein oder es passt da nicht rein und ich würde jetzt auch niemanden so zwingen, ey, mach mal einen Producer-Tag da rein, so, das ist also so, wie es passt. Wobei ich auch finde, wenn man sich als Producer in so einen größeren Namen aufgebaut hat, ist das ja auch ein Plus für den Vocalist da drauf. Ne? Also der gleiche Beat ist ja nochmal mehr aufgewertet, wenn ein Logo drauf ist, wie bei Kleidungsstücken oder Autos oder sonst was. Dann von daher macht das ja für beide Seiten auch irgendwo Sinn. Wie spielt denn die Zusammenarbeit mit, oder wie das Rap-Game läuft, spielt das euch in die Karten? Weil da finde ich auch, wenn ich mich so an früher erinnere, dann hat man immer gesagt, ja, Rapper müssen über 5 Alben aufgebaut werden oder zumindest 3. Ja? Da ging es viel um das Image, wofür man steht und so weiter. Und da musste man jahrelang Musik machen. Und im Streaming-Zeitalter ist Rap zu einer Hit-Industrie geworden. Na, da ging es einfach um den Song, da konntest du aus dem Nichts kommen und da kannst du auch wieder weg sein und so weiter. Und wenn es um den Song geht und wenn es um den Hit geht, dann ist der Producer natürlich 1000-mal wichtiger, als wenn es um mein Image geht, was ich in Interviews rüberbringen muss. So. Habt ihr das Gefühl, dass ihr dadurch aufgewertet wurdet und dass man heute auch viel abhängiger von euch ist, weil mit einem Schrott-Beat machst du keinen Hit? Ja, also ich glaube, das liegt auch safe. Ich glaube, das liegt unter anderem auch an der Tatsache, dass halt Producer jetzt, deswegen gibt es auch, also gibt es halt auch den Unterschied Beatmaker und Producer, weil der Producer greift halt viel, viel mehr ein in den Song. Also Toplines, Wording, also Wörter, so wie man Dinge beschreibt, oder sagt so, ey, keine Ahnung, vielleicht das so oder das so. Also ich glaube, da ist es halt schon heutzutage auch deswegen so, dass Producer mehr so Aufmerksamkeit bekommen, weil natürlich in dem Moment, wenn sich jemand die ganze Zeit einbringt und dann natürlich dann dafür sorgt, dass mehrere Leute dann quasi durch den Producer quasi, ja, ich nenne es mal so, einen Hit bekommen, dann ist ja dann natürlich die Quote bei den Produzenten halt höher, wenn er jetzt mit Rapper XY und mit dem anderen zusammenarbeitet und mit jedem Hits hat, dann denkst du dir schon so, okay, das liegt halt unter anderem, dann ist das wirklich so offensichtlich, dass dann halt natürlich man sagt, okay, da muss ich auch hin, und dadurch kommt es halt dann immer mehr, dass dann die Tags dann noch reinkommen und dass der Producer dann halt im Ranking, sagen wir mal so, was heißt Ranking, aber so halt dadurch mehr Aufsehen erregt. Wie ist denn die Zusammenarbeit? Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen so ein Bild geben, wie die typische Arbeit im Studio heutzutage aussieht. Weil auch da wäre wieder, wenn ich jetzt wieder versuche, das so auf Klischees runterzubrechen, früher, dann hast du so einen Rapper, der ist halt im Studio mit einem Block und einem Kuli, der schreibt seine Lyrics, dann geht er in die Kabine, wird von einer Person aufgenommen, macht einen Song, Producer ist vielleicht gar nicht anwesend, weil er hat vorher seinen Beat einfach geschickt und fertig. Ne? Und heutzutage stellt man sich eher vor, da sind Topliner, da sind Songwriter, da arbeiten 3 Leute gemeinsam an den Lyrics. Producer ist auf jeden Fall safe mit dabei. Der Beat wird vielleicht im Studio gemeinsam erst gebaut und am Ende ist das ein Gemeinschaftsprojekt von 7 Leuten. So, und dann ganz, ganz anders, und vielleicht ist dann der Producer, die Producerin die zentrale Person in diesem Prozess. Passt das so oder war das zu viel Klischee?
Also ich glaube, ich würde da jetzt das nicht so verallgemeinern können, sage ich mal. Also jetzt nur für mich oder für uns gesprochen, also als Luke Run Swanner ist es schon so, dass wir meistens versuchen, möglichst kleine Teams zu haben, weil es einfach immer was anderes ist, das halt da wirklich auf eine Basis halt zu kommen, als wenn einfach ne, so zu viele Köche verderben den Brei mäßig. Und da geht es, glaube ich, auch immer sehr darum, auch die richtigen Teams zusammenzustellen. Weißt du, also auch mittlerweile, also wir haben ja auch Producer und Writer und so bei uns gesigned, wo wir auch wissen genau, was sind deren Stärken, was sind die, mit wem können die, mit wem nicht. Und dann, wenn du das relativ gut zusammenstellst, einfach schon auf so einer menschlichen Ebene, wo du weißt, okay, das, und bei jedem sind ja auch die Bedürfnisse anders. Also vor allem im Rap, also gibt es sehr viele Leute, die auch niemanden brauchen beim Schreiben, beziehungsweise dann nur einen Sparringspartner, was so Reime angeht und so, das kann man, mach ich dann einfach. Und wir machen, weißt du, das ist so, oder halt manche, die dann sich nochmal einen Writer reinholen wollen, oder das ist immer wieder unterschiedlich. Was, glaube ich, so immer die größte Herausforderung ist heutzutage, ist, glaube ich, diese Aufmerksamkeitsspanne. Weißt du, dass, dadurch, dass wir auch alle so viel machen die ganze Zeit und so viele verschiedene Projekte machen, ist, glaube ich, immer wichtig, sich Zeit einzuräumen für eine Sache. Also deswegen, wir fliegen auch viel weg, also dann ist man eine Woche irgendwo und hat einfach keine Ablenkung, weil wenn du halt, wie wir jetzt in Berlin auch so, weißt du, jeder hat dann noch sein Ding, dann muss man nachts noch irgendwo anders hin, dann, um da wirklich in so einen Film reinzukommen, kann manchmal schwierig werden, so deswegen auf jeden Fall, Hauptsache man schafft sich so einen Space, wo alle mit dem Kopf bei der Sache sind und man einfach auf so einen Nenner kommt, so. Kurze Anekdote zu dem Thema viel machen. Witzigerweise, ich habe mit Lucre gestern noch geschrieben, weil ich Spuren brauchte von ihm. Und dann war es schon voll spät und er hat gesagt, warte Bro, ich gib mir eine Stunde, ich schick dir das alles rüber. So. Weißt du? Ja. So halt zum Thema, man ist immer am Machen. Ja, genau so. Also eigentlich ready sein immer für die Momente halt einfach, ne? So. Kein Feierabend. Aber so ist das wahrscheinlich einfach auch generell, wenn man das macht, was man liebt, dann kann man das auch nicht so loslassen. Du hast gesagt, ihr habt ja auch Leute gesigned und da so euer Camp. Hilft das dann der Karriere des Einzelnen mehr oder schadet das eher vielleicht? Nee, also würde ich immer, also ich sehe dann nur die Vorteile auf jeden Fall. Also bei mir auch nichts anderes. Ich habe auch angefangen und war quasi gesigned oder war affiliated mit Leuten, von denen ich super viel gelernt habe und ohne die ich erstmal halt durch ganz viele Fehler oder Dinge selber gehen hätte müssen. So. Und ich glaube, ist also vor allem heutzutage super, super wichtig oder einfach viel zu einfach, dir ein gutes Team zu bauen, wo du halt einfach gewisse Fehler und so nicht machen musst und da halt auch einfach schon an einer gewissen Stelle ansetzen kannst. Weißt du, es ist halt was anderes, wenn wir jetzt eine Produktion machen mit einem Künstler, weißt du, und dann läuft da eh die Kommunikation und man weiß, ne, wie die ganzen Terms sind und so weiter, als wenn du jetzt als frischer Beatmaker einfach irgendwo hin einen Beat schickst und darauf irgendwas gemacht wird, worauf du dann ab dem Moment dann eben gar keinen Einfluss mehr hast. So, ne? Mhm. Aber gerade auch, weil es vielleicht bei jedem anders ist, Shirin, wie sieht das bei dir aus? Ist das auch Teamwork im Studio normalerweise, vielleicht auch schon beim Producing oder bist du mehr alleine unterwegs? Safe, also ich habe, es kommt halt auf die Künstler an, ich habe Künstlerinnen, mit denen ist es einfach so perfekt eingespielt. Wir treffen uns, wir reden, wir bestellen uns erstmal was zu essen. Dann fangen wir an, den Beat zu machen. Sie sitzt, sie schreibt schon alles fertig, sie geht rein, wir nehmen auf. Wir helfen uns gegenseitig, also wir arbeiten zusammen. Also es ist immer verschieden. Dann gibt es Leute, die brauchen einen Songwriter und Produzenten. Ich habe schon mit vielen anderen Produzenten auch gearbeitet und es macht mir tatsächlich auch sehr Spaß. So mit Matt arbeite ich sehr gerne zusammen. Aber es gibt auf jeden Fall viele andere Produzenten, mit denen ich auch zusammenarbeite. Also ich finde es immer entspannt, auch mal jemanden zu haben, mit dem man so zusammenarbeiten kann, wo du sagst, ey, ich mach kurz eine Pause und er macht dann weiter. Aber ja, es kommt drauf an, dass man einfach zusammen so gut viben kann. Vielleicht kurz zwischendurch, können wir vielleicht, ich weiß nicht ganz genau immer, wie Leute so drin sind und welches Wissen man immer voraussetzen kann und welches nicht. Wir haben so zwischendurch von Songwritern gesprochen, von Toplinern zum Beispiel. Welche Rollen gibt es denn da in so einem Prozess? Was macht beispielsweise ein Topliner? Wer hat Bock, das zu erklären? Also ich würde es jetzt so kurz und knapp einfach sagen. Topliner würde ich sagen, also die Melodie. Also jetzt ohne Text, sondern jetzt kommt der Beat und dann... Also so wie es halt so reingesungen oder reingerappt werden sollte. Okay, also die Melodie für den Rapper oder die Rapperin halt genau, im Endeffekt genau. Was reinbringen. Also mit das so einem Text, der beispielsweise noch nicht feststeht. Nur, dass man weiß, wie man darauf schreiben könnte und wie die Melodie aussehen würde.
würde ich jetzt behaupten. Also, und oft sind ja Topliner dann trotzdem auch Writer gleichzeitig oder Produzenten oder so. Es ist jetzt auch nicht so, dass diese ganzen Bereiche sozusagen immer so strikt aufgesplittet sind oder so, sondern wie gesagt, manchmal wird es dann in einer Person oder in zwei oder drei so vereint sozusagen. Aber so die einzelnen Steps sind Beats machen, Toplines, Flows, schreiben, aufnehmen. Also bei den Amis zum Beispiel ist das auch nochmal so ein anderes Feld. Das sind dann die Engineers. Also so, wir nehmen ja selber meistens auf, so, weil es einfach auch so Teil des Prozesses ist. Vor allem, wenn du halt auch noch so in die Flows und in die Lyrics und so involviert bist, dann macht es das einfach einfacher. Aber bei den Amis ist das auch immer sehr getrennt. Da nimmt der Engineer einfach auf. Dann kommt Mix, Master. Das ist auch bei uns, also das Thema auch gestern. Ne? Also oft ist dann der Mixprozess schon im Songmaking einfach dabei. Also wir mixen die Sachen vor, haben dann manchmal das Problem, dass dann auch die Artists sich so sehr an die Demo, an den Demo-Mix gewöhnen, dass das dann auch die Version ist, die dann auch am Ende rauskommt. So. Ne? Und genau, also da, das sind so die verschiedenen Steps, die halt, wie gesagt, manchmal einfach zusammengefasst werden. Aber also aus meiner Wahrnehmung, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag im Studio dabei sein kann, aber ja auch ein Unterschied ist, also früher hattest du keine Topliner im Studio, da hattest du halt einen Rapper, der seinen Text geschrieben und sich überlegt, wie er ihn halt flowen will, und vielleicht hat der Engineer / Producer auch mal zwischendurch gesagt, vielleicht machst du mal anders, vielleicht machst du mal so, aber dass es Stani ist, dass sich erstmal jemand hinstellt und macht, das ist halt neu. Aber muss man sagen, absoluter Progress generell beim, also was auch die Wertigkeit generell von einem Song angeht. Ja, safe. Also ich komme echt auch noch so aus dieser Zeit, wo, okay, Rapper geht ins Studio, schreibt 3-16er und dann gib ihm so, weißt du, und heutzutage, man macht sich Gedanken über Phonetik, wie klingt ein Satz, wie float ein Satz, wie ist das im Gehör, so, das sind so einfach, das ist viel vielschichtiger und viel mehr Dinge, auf die man halt achtet, deswegen dann auch diese Position dann auch irgendwie sich irgendwie erst erschließen. So, weißt du, vorher hast du halt keine Toplines, keinen Topliner gebraucht, weil es gab halt keine Toplines. Gleicher Flow über vier Alben, da braucht man keinen Topliner. Wie ist das eigentlich dann so? Also wie sehr hängt euer Herz an euren Beats? Gebt ihr die dann einfach ab, wenn der Rapper den Beat gerne hätte? Oder sagt ihr auch mal so, nee, das taugt mir jetzt nicht so, dafür möchte ich nicht meinen Beat hergeben. Hey, wie fick. Ja, also es ist so halt natürlich, klar hängt man als Producer, sagt man so, ey, boah. Also hängt auch davon ab, so manchmal hat man auch so richtige, zwischen seinen Beats, so hat man so richtige Perlen, da sagt man so, okay, komm, da, den zeige ich auch zur Not mal gar nicht so, oder den skippe ich mal ganz kurz. Aber in dem Sinne eigentlich, also bei mir jetzt persönlich nicht, weil man sitzt halt auch, also ich für meinen Teil sitze sehr, sehr viel in Sessions und da hast du gar keine, also da vereinbarst du ja vorher eine Session mit jemandem und zeigst ihm ja keine Beats. Also das hat sich auch drastisch geändert, diese Sache. Ich kam so, wo ich angefangen habe zu produzieren, kam ich gerade noch so in die Zeit, wo gerade eben 3-16er abgelöst waren, so. Und es dann halt um auch Melodien, Toplines und so ging. Und dementsprechend war dann das Session-Ding, hat halt mehr überwogen. Ja. Zu dem Thema, dass das ja so, also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass man den Producer-Job verschieden ausfüllen kann, auch gerade im Studio, und sich mehr oder weniger einbauen kann bei verschiedenen Dingen. Gibt es da jemanden, wo ihr sagen würdet, das war krass beeindruckend, wie der und der und der, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe oder im Studio arbeitet, wie jemand, keine Ahnung, das Ganze orchestriert oder sich vielleicht voll rein nerdet und in der Zone ist, oder fällt euch da irgendjemand ein, wo ihr sagen würdet, das ist echt besonders und krass? Also ich sag, für meinen Teil auf jeden Fall war die Zusammenarbeit jetzt mit iLiva krass, so, auch wenn es jetzt nicht um tendenziell direkt Hip-Hop geht, aber irgendwo ist halt auch so ein bisschen so dieser, dass alles so irgendwie ineinander geht, seitdem das halt alles sehr, sehr urban geworden ist und Hip-Hop halt Mainstream geworden ist, sag ich mal so. Ist es halt so, dass das mich da halt sehr, sehr krass beeindruckt hat. Aufgrund auch der Range, so wie hoch man kommt, wie tief, das musikalische Verständnis für Toplines, für Akkorde, für auch Phonetik, so, das war auf jeden Fall auch sehr beeindruckend da, muss ich schon sagen. Also ich würde Props an Wassermann geben,
weil also wir haben halt zusammen auch angefangen und sie ist einfach eine Schreibmaschine so. Also ich habe da wirklich so, ich kann dann einfach, es passt einfach perfekt zusammen. Sie sagt, ey, ich so und so, ich mache den Beat. Sie sagt, ey, krass. Also es ist einfach so, es macht einfach Spaß, so miteinander zu arbeiten und ja, sie bringt sich auch mit ein. Also wir machen das einfach so zusammen. Also deswegen Props an Wassermann. Wie kommt man denn eigentlich, wenn man anfängt als Beatmaker oder Produzent, wie kommt man denn dann an die Rapper, die Lust haben, auf dem Beat zu rappen? Was könnte man da als Learning vielleicht für Newcomer-Producer mitnehmen? Beats rausschicken. Ich glaube, am Anfang ist es schwierig, also vor allem jetzt in der Masse auch, ne, ist. Also du musst halt einfach die, oder Songs oder was auch immer du halt machst, du musst irgendwie eine Visitenkarte haben, wo man halt direkt hört, was halt abgeht und so, man hört ja direkt die Qualität, weißt du? Also das ist eigentlich so immer der erste Step, wenn jemand was schickt so und dann skippt man da durch und merkt auf jeden Fall so ein gewisses Level an Qualität, dann hört man sich das im zweiten nochmal genauer an und dann connectet man, sagt, ey, schick mal Beats für Sessions oder so und dann entwickelt sich das von da an so. Das heißt, es ist aber dann schon auf jeden Fall auch wichtig, seinen Signature-Sound zu haben als Beatmaker. Würde ich auch, also unterschiedlich. Also kann von Vorteil sein, kann krass sein, wenn du eine Schiene fährst und halt so darin extrem krass bist. Kann aber natürlich auch von Vorteil sein, wenn man direkt sieht, wie vielseitig du halt bist. Und also beides. Worauf setzen da die anderen? Sagt ihr eher so, ich passe mich dem Ding an, was gerade gebraucht wird und ich kann alles, das ist meine Stärke? Oder sagt ihr, nee, ich kann vielleicht alles, aber das ist mein Sound und das ist mir wichtig, dass ich den bringe? Also ich weiß, also man kann ja seinen Sound trotzdem vielfältig nutzen. Ob man jetzt beispielsweise einen House-Beat macht oder ein R&B, Trap, egal, hat man ja trotzdem so seinen eigenen Sound. Und ich glaube, so das ist somit das Wichtigste, dass man trotzdem irgendwie vielfältig ist, aber so sein eigenes Ding mit reinbringen kann. Kannst du das an was festmachen, wie man das schafft, so von R&B über Rap bis, oder über Trap also, bis House einen Sound zu haben? Ich höre halt oft, dass bei mir das alles ein bisschen so verträumt klingt. So, die Melodien sind halt immer eher so verträumt, die Drums sind eher so härter und die Melodien sind eigentlich immer so verträumt. Also wenn ich was zeige, sagen die, ah, typisch Shireen B, so ein bisschen verträumt. Cool. Ja. Jetzt sagen. Und kann man dann als Produzent, also geht man eher mit dem, was gerade aktuell gehört wird und behält da seinen Sound bei, seinen eigenen, oder hat man da auch so ein bisschen die Möglichkeit, Trends mehr zu lenken, weil man ja für den Sound irgendwie zuständig ist? Ja, safe. Also man kann sehr vieles lenken, aber ich finde auch, dass es halt auch so eine Mischung aus auch persönlicher Entwicklung. Ich meine, die Beats klingen immer irgendwie nach einem selbst, weil man halt natürlich einen eigenen persönlichen Geschmack hat und man muss auch vielfältig sein, safe. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, so sich zu entwickeln dabei und trotz seines Sounds halt weiterzumachen. So, ne? Ich sehe das zum Beispiel bei Leuten wie zum Beispiel jetzt beispielsweise Farid, die halt dann jetzt zum Beispiel über so lange Zeit halt am Start sind am Ende des Tages oder die haben sich ja auch weiterentwickelt, haben Trends gesetzt, aber mussten dann selbst diesen einen Trend teilweise so ein bisschen loslassen, um dann das nächste zu machen. Ne? Ich nehme zum Beispiel ein kurzes Beispiel aus dem Jazz, so Miles Davis, ich weiß nicht, ob der jemand ein Begriff ist, ist auf jeden Fall ein sehr krasser Künstler gewesen, hat halt 5 Stilistiken entwickelt und das in derselben Karriere, das ist halt schon krass so, ne, und hat sich halt Trends gesetzt und weiterentwickelt und nochmal einen Trend gesetzt und weiterentwickelt. Und da siehst du, das ist Inspiration für dich. Und ein Vorbild genau, ist dann ja, Miles safe. Davis und nicht zwangsläufig nur Dr. Dre. Ja, safe, genau, weil das sind halt meine Wurzeln, jetzt in meinem persönlichen Fall. Und der Hip-Hop kam dann später, ich habe mich immer so für Hip-Hop halt natürlich interessiert, natürlich, aber ja, meine eine Hälfte ist auf jeden Fall Jazzer im Herz. Wie seht ihr anderen das? Also weil wir haben ja auch immer im Kopf, was kann man Leuten mitgeben? Ne, das ist jetzt bei dir ein besonderer Fall, das ist nicht bei jedem so, dass man so eine krasse und tiefe musikalische Ausbildung auch hat. Aber würdet ihr Leuten, die jetzt irgendwie 19 sind und selber durchstarten wollen, ans Herz legen,
sich auch da über Rap hinaus krass vorzubilden. Ich meine, allein Hip-Hop wird 50 dieses Jahr, da gibt es schon alleine eine Menge, was man sich alles so reinziehen kann, von A Tribe Called Quest bis Sido, so, aber muss man auch Miles Davis studiert haben? Nee, glaube ich nicht. Also es ist halt nur das Ding, ich wollte das nur kurz sagen, nicht, dass man denkt, dass ich voll der Dings bin. Spieltrompete. Spieltrompete, nein. Es geht halt einfach nur irgendwie darum, dass man die Liebe zur Musik, die man hat, wenn du, also ich sehe das so, wenn du etwas liebst, dann versuchst du auch da drin besser zu werden und das zu gefallen oder weißt du, keine Ahnung was. Und dementsprechend treibt dich dann diese Liebe halt auch irgendwo dann halt hin, zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit Dingen, die außerhalb meiner Comfortzone sind. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, einfach außerhalb seines Lieblingsbereiches so zu chillen und zu sagen, ja, das passt schon irgendwie, weil nur wenn man da rausgeht, kann man halt auch Entwicklung erleben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. So. Ja, 100%. Und ich würde auch immer raten, immer nach Begeisterung und nach Liebe zu gehen. Also halt deswegen ist es so schwer, da so pauschal irgendwas zu sagen, weil wenn dich nur Hip-Hop erstmal interessiert, dann mach nur das. Wenn dich das interessiert, dann mach das. Weißt du, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, du machst das aus Liebe und aus ernsthaftem Interesse. Weißt du, weil allein, wenn du dich halt wirklich für was interessierst, darüber begeistert bist, wirklich verstehen willst, wie das funktioniert, warum das so ist, wie es ist, erst dann wirst du wirklich auch ein Skillset entwickeln, mit dem du dann irgendwann als Werkzeug halt arbeiten kannst. Weißt du, also irgendwann, natürlich, also ist ja zwangsläufig so, du wirst irgendwann gelangweilt sein von dem, was du machst, wirst dann sagen, okay, vielleicht mache ich nochmal das. Und das ist ja eh so ein Künstlerding einfach. Wir müssen uns auch immer irgendwie selbst zerstören, um uns wieder neu zu definieren, weißt du, das heißt so, was für dich jetzt richtig ist und worauf du jetzt Bock hast, kann auch sein, dass es in einem Jahr, du da auf gar keinen Turn mehr hast und dann machst du halt was anderes, weißt du, aber du musst auch Step by Step da einfach durchgehen und halt, wie gesagt, nur auf Begeisterung einfach hören. Ja, safe. Aber ich glaube, es schadet nicht vielleicht auch so ein Instrument, also so, meinen Sohn habe ich jetzt angemeldet mit 6 beim Klavierunterricht, weil, also wenn er es machen will, weiter, natürlich, aber ich glaube, das ist immer so ein Vorteil für die Zukunft, allgemein jetzt, nicht nur Musik, ein Instrument zu spielen, ist, glaube ich, einfach auch fürs Gehirn allgemein immer schön. Cool. Auch fürs Gehör, auf jeden Fall. Ja, auch fürs Gehör. Wenn ich ganz kurz nur wegen der Uni, wir hatten ja auch, also ich hatte zum Beispiel auch Sachen wie so Gehörbildung. So, das ist ja schon alleine durch das Instrument spielen, schulst du ja einfach unglaublich dein Gehör, in Bezug wirklich auf Töne zu reagieren. Ja. Krass. Nochmal kurz zurück zu dem eigenen Soundthema, wo Chara gerade zu Fragen gestellt hatte. Ich erinnere mich noch, dass es früher Producer öfter genervt hat, wenn sie so als Dienstleister behandelt wurden. So, ich möchte so und so Type of Beat haben, mach mal sowas wie das und das. Und dann hat man halt die Auftragsarbeit so gemacht, was ja vielleicht auch okay ist, aber dann ist man halt mehr Dienstleister als Künstler. So, kommt das heute noch oft vor? Kommt das bei euch vor? Stört euch das überhaupt? Oder sagt ihr auch, ey, finde ich geil, dass du plötzlich sagst, wir sollen jetzt mal in eine G-Funk-Richtung gehen und einen DJ Quick Type of Beat machen? Also ich finde es schon wichtig, dass man trotzdem so auf den Künstler eingeht. Wenn der Künstler jetzt sagt, ja, ich hätte voll Lust auf House und der Produzent dann sagt, nein, wir machen jetzt Trap, also weißt du? Deswegen, also es ist so eine gesunde Mitte. Man kann natürlich vorschlagen, man kann Tipps geben, man kann sagen, ey, wir könnten das eventuell so und so machen, aber den Künstler nicht zu etwas zwingen, was er nicht möchte. Ich muss auch sagen, das waren bei mir zumindest auch die Punkte, wo ich mich einfach viel entwickelt habe. Also wenn irgendwie der Künstler die Idee hat, einfach, boah, ich habe jetzt Bock, irgendwie das zu machen, ja. Damit hast du dich vorher gar nicht beschäftigt, aber dann so, ja gut, okay, stimmt, dann hast du auch so einen Anlass, dich damit zu beschäftigen, so. Also auf jeden Fall sowieso immer offen sein. Dann wird man auch als Dienstleister ein bisschen aus seiner Comfortzone rausgezwungen und muss sich da wieder ein bisschen weiterbilden. Ja. Ist ja auch dann in dem Moment gar keine Dienstleistung, sondern einfach so ein künstlerischer Anspruch auch ein bisschen, weißt du? So dieses, so, okay, lass weiterentwickeln und gucken, was noch so geht. Ja, und dann nimmt man das vielleicht in seinen Signature-Sound in Zukunft irgendwie mit ein, wer weiß. Ich muss mich ja immer outen, dass ich mehr auf Lyrics als auf Beat achte, aber natürlich wirf ich dann auch im Beat mit, das heißt, das kommt schon an. Was sagt ihr? Ist der, also das ist ja unterbewusst so, das, was auf jeden Fall ankommt, und bewusst achtet man vielleicht mehr auf die Lyrics, zumindest dann bei mir. Ist der Song nur so gut wie der Beat oder können gute Lyrics und ein guter Flow auf einem schlechten Beat den Song auch rausreißen? Safe. Also ich würde sagen, dass also Beats, die beispielsweise ein bisschen minimalistischer sind, wo nicht so viel Raum ist, da ist ja viel mehr Platz für den Künstler. Und ich denke schon, dass ein Künstler aus dem Beat auch was Geiles machen kann. Und ich denke auch, dass geile Beats mit geilen Melodien mit weniger Text auch klatschen kann. Also
Und nochmal auf die Zusammenarbeit mit zwischen Rappern und oder Rapperinnen und ProducerInnen. Wie kommt jetzt zum Beispiel ein Newcomer-Rapper oder eine Newcomer-Künstlerin an den Beat von einem Star-Produzenten wie euch? Was müsste man da jetzt mitbringen? Talent auf jeden Fall, glaube ich. Und an den DMs sliden. Ja, also entweder in DMs sliden oder ja. Man hat schon irgendwie ein Netzwerk an A&Rs, Leuten, die man kennt, dann wird man halt durch die irgendwie dann connected und gefragt, ob man Bock hat, irgendwie mit Links Y zu arbeiten. Also Beziehungen immer wichtig. Zusammenarbeit finde ich noch ein ganz wichtiges Thema oder ein spannendes Thema, weil ihr das vorhin auch schon teilweise angesprochen habt. Und wir haben, also bei euch allen weiß man von Leuten, mit denen ihr bekannt geworden seid, mit denen ihr zusammenarbeitet. Lucrey und Suena ist jetzt auch nochmal ein besonderes, so dass man so ein Duo hat von Producerinnen und Producer. So. Was macht das aus? Ist das was man auch als Tipp weitergeben kann? Shirin hat gerade auch schon gesagt, dass es Spaß macht, glaube ich, mit Leuten zusammenzuarbeiten und da so ein Team zu bilden. Macht das auch von der Außendarstellung, vom Marketing und so weiter einfach Sinn, als Team aufzutreten oder ist es rein künstlerisch? Also muss man auch wieder dann in seiner Situation jeweils bewerten. Bei mir war es zum Beispiel ganz lange so, dass ich nie Beats mit anderen gemacht habe. Also ich weiß gar nicht warum, aber ich konnte das einfach nicht. Ich fand das immer total überfordernd, so dieses so, okay, wer macht jetzt was und so. Ich bin da gar nicht reingekommen. Ich war, wie gesagt, ja auch so jahrelang dieser, ich mache einfach Beats in meinem Zimmer so. Und für mich war dann schon auch die Zusammenarbeit dann mit Suena so ein wirklich wow. Also da hat sich für mich nochmal so ein ganz neues Feld halt geöffnet, weil ich da auf einmal so das Gefühl hatte, zwei Gehirnhälften kommen zusammen und es ist so, wow, es float einfach und man muss darüber noch nicht mal reden oder es float einfach so und jetzt bin ich auch viel mehr auf diesem Film, auf Kooperation und gucken, wie man halt zusammenarbeitet, so weil ich halt gesehen habe, wie gut es ist. Und bei Shirin, du hast die gute Zusammenarbeit mit Wassermann erwähnt, du bist bekannt geworden durch die Zusammenarbeit mit Wassermann, aber du bist eine eigenständige Künstlerin natürlich auch und arbeitest auch mit vielen anderen Leuten zusammen und machst andere Dinge. Wie siehst du das da? Ist das auch ein zweischneidiges Schwert? Weil man möchte, also ist es gut, mit einem Rapper oder einer Rapperin ein Duo zu bilden? Das ist ja, hat eine lange Hip-Hop-Tradition auch so. Also meinst du jetzt Produzent und Rapper-Duo? Oder ja, genau, sowas. Ist das? Habe ich nie darüber, ehrlich gesagt, nachgedacht. Also so, ich arbeite mit denen, aber so du, also habe ich echt nicht darüber nachgedacht, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Und ihr definiert das auch nicht so, dass man so sagt, wir bilden jetzt eine Gruppe und wir machen das safe zusammen und nur wir beide, sondern nein, das ist einfach, also das kommt, entsteht es so. Ist, also ich finde es wichtig, dass, also es kommt natürlich auf den Künstler an, aber dass auch Künstler mit anderen Produzenten arbeiten und auch Produzenten mit anderen Künstlern, weil jeder Produzent macht halt auch was anderes und überall kommt was anderes raus und am Ende kann man ja immer noch entscheiden, ey, da fühle ich mich wohler oder so. Aber man sollte sich auf jeden Fall nicht so festlegen oder es gibt ja auch bestimmt so, dass man sagt, okay, ich arbeite nur mit dem, aber ich finde es schon wichtig, so auch einfach mal zu gucken, wie es so mit anderen Leuten ist. Gibt es vielleicht auch teilweise, dass sich das Rapper oder Label so wünschen, dass sie halt sagen, hey, ich möchte dich gerne als Produzent hier für uns und für unsere Crew haben, so. Ist das ein guter Weg für Producer, Teil von einem Camp zu sein, damit fest verbunden zu werden? Ich weiß, immer mit pauschalen Antworten ist schwer, aber vielleicht könnt ihr auch jedes Mal so ein bisschen Pro und Contra da reingeben und eure persönlichen Erfahrungen. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, bei mir war jetzt bisher nicht der Fall, dass man gesagt hat, okay, dass jetzt zum Beispiel Label angekommen ist und gesagt hat, ey, du arbeitest komplett mit dem nur zusammen und ich finde das cool, aber es ist halt immer irgendwie so entstanden, weil meistens ist es ja auch so, dass mit der Zusammenarbeit entsteht ja auch irgendwo dann so eine Freundschaft, würde ich ja so jetzt einfach mal so sagen. Und dadurch fühlt man sich ja auch dann wohl und dann arbeitet man von alleine. Der Vorteil bei sowas ist, man ist komplett flexibel in einigen Dingen so und ist auch eingespielter, was bestimmte Dinge, zum Beispiel den Arbeitsprozess angeht, weil natürlich ist es so, dass man sagt, okay, man macht einen Beat, man macht eine Toplines, dann nimmt man vielleicht was auf und dann schreibt man so, aber trotzdem gibt es immer noch so kleine Unterschiede, was jeder Künstler so ein bisschen präferiert und da ist es halt sehr, sehr gut, wenn man halt zum Beispiel über einen längeren Zeitraum mit einer Person zusammenarbeitet, so. Da muss ich schon zugeben, ist es halt sehr, sehr vom Vorteil halt, ne? Weil einfach einige Dinge einfach eingespielter sind. So.
Reicht das als Produzent, dann einfach gute Beats zu machen und sich so im Hintergrund zu halten? Oder muss man heutzutage auch als Produzent so eine gewisse Star-Attitude auch mitbringen und sich selbst gut vermarkten? Ich glaube, am Ende des Tages zählt ja einfach, dass man irgendwie so ein bisschen authentisch ist einfach. Und ich glaube, desto mehr man sich einfach so ein bisschen versucht zu verstellen und dann extra so sein Star-Ding irgendwie so dann jetzt so, okay, ich muss jetzt so sein, weil jeder, der Trap hört, muss so sein. So, das ist Schwachsinn, so finde ich. Weil am Ende des Tages muss man authentisch sein und wenn man nicht authentisch ist, dann... Ja. Aber ich finde schon so, dass in der History, wenn man auch auf US-Rap guckt, für den Status von Producern haben die Leute auch viel getan, die selber ins Rampenlicht gegangen sind. Ne? Und das konnte manchmal sein, dass man halt so ein, keine Ahnung, halt ein Gangster war halt Guru und DJ Premier. So, ne? Und dann wusstest du halt auch immer, wer der Producer ist. Und dann irgendwann hatte man Leute, die selber auch ans Mic gegangen sind und selber Vocals gemacht haben, wie Pharrell, wie Kanye West oder so. Und dadurch natürlich nochmal andere Stars geworden sind, eine andere Sichtbarkeit hatten. Und vielleicht auch für alle Producer damit was Gutes getan haben. Das ist ja schon irgendwo naheliegend, vielleicht zu sagen, wieder das Thema Sichtbarkeit. Ich will auch im Musikvideo sein, ich will auch selber Interpret sein, ich will, ne? Ja, safe, natürlich, ja, okay, diese komplett, also dass man sagt, okay, ich muss mich mehr in den Vordergrund begeben. Ja, natürlich, klar, das habe ich die Frage ein bisschen falsch verstanden. Aber quasi, es funktioniert jetzt nicht so, dass das dir irgendwie dabei hilft, in Studios zu kommen oder zu connecten, genau. Oder dass jetzt Leute deswegen Bock haben, auf Beats von dir zu rappen oder sowas. Das spielt wirklich gar keine Rolle. Also niemand jetzt, weil er jetzt viele Follower hat oder irgendwie in der Öffentlichkeit ist, interessiert, dann geht man jetzt nicht von aus, okay, dann hat er bestimmt auch freshe Beats so. Aber natürlich andersrum. Also auch die Beispiele, die du genannt hast jetzt mit Pharrell und so, ist ja, okay, du baust dir das Fundament mit der Mucke, die du machst, ne? Und halt quasi durch die Legacy, die du dann hast, bist du halt auch dann interessant für die Öffentlichkeit und machst dann eben diesen Step auf die eine oder andere Art und Weise so. Aber ich sehe es ja auch immer noch so ein Stück weit dann wahrscheinlich mehr von außen, während ihr es vielleicht mehr von innen aus der Szene denkt. Also ich meine damit, du kannst ja auch der Öffentlichkeit kaum bekannt sein, aber unter den Leuten, die Musik machen, kennt dich halt jeder. Du hast einen krassen Namen, jeder ruft dich an und zahlt die höchsten Preise für deine Produktion, weil du so einen krassen Ruf hast, auch wenn kaum ein Fan deinen Namen richtig aussprechen kann. Das kann natürlich sein, während ich es halt vor allem so auch von außen dann natürlich so ein bisschen aus Fanperspektive gesehen habe und mir dann halt denke, okay, derjenige, der jetzt selber ans Mic geht, der ist plötzlich ein Star und derjenige, der die Produktion gemacht hat, kennt man ja gar nicht. Aber vielleicht ist das ja gar nicht schlimm. Wollt ihr, ist das euer Anspruch denn? Macht euch das Spaß, so bekannt zu sein? Oder glaubt ihr, ist das ein Business-Faktor? Oder überschätzt sich dabei auch Bekanntheit einfach völlig von der Wichtigkeit? Also für mich war das ehrlich gesagt ein Faktor, warum ich Produzent geworden bin. Also nachdem ich das Album auch gemacht habe und auf Tour war 2 Jahre und das ganze Drum und Dran, also in der Zeit habe ich gemerkt, okay, das ist es gar nicht für mich, sondern ich will wirklich nur Mucke machen. So, sondern das war mit dem Zweck. Das heißt, ich glaube, wenn du dich auch so dafür entscheidest, Producer zu sein, dann eben auch wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil du jetzt nicht unbedingt nur davon leben willst, jeden Tag auf der Bühne zu stehen oder halt, ne, dein Gesicht irgendwie zu zeigen. Die anderen beiden? Ja, man hat so diese gesunde Mitte. Man ist nicht komplett im Vordergrund, sondern so, also es ist entspannt. So. Man kann trotzdem chillen ein bisschen so. Ja, das voll, ist, da würde ich mich. Kommt halt immer auf die Person an, sorry. Nee, safe. Ich wollte mich einfach nur komplett anschließen, safe. Sind Producer denn dann untereinander irgendwie gut vernetzt und unterstützen sich gut? Weil, also, wir reden über Star-Produzenten und Produzenten die neuen Stars. Was ich aber schon auch beobachte, ist die Schwierigkeit, mit der Newcomer-Produzenten irgendwie zu tun haben, weil es gibt diese großen Namen, die man mittlerweile irgendwie kennt und die so ihren Teil vom Kuchen abbekommen und ihren Respekt einfach für die getane Arbeit und die gute Arbeit bekommen. Aber sich dann da als Newcomer-Produzent durchzusetzen, ist schon auch schwierig, obwohl man vielleicht einen Hit hat, aber dann nur der Rapper irgendwie gesigned wird. Was würdet ihr sagen? Hilft man sich da untereinander? Habt ihr Newcomer-Produzenten auf dem Schirm oder ist das gar kein Ding? Ja, safe. Also man hat auf jeden Fall Newcomer-Producer auf dem Schirm und man hilft sich selber gegenseitig natürlich. Jetzt bin ich einfach zum Beispiel Lucrey signed Produzenten so.
Und hat einen eigenen Verlag, denke ich mal. Eigene Edition so. Einen eigenen Verlag sogar. Eigenen Verlag, okay, krass. Ja, aber das halt genau so läuft es so. Der eine Versuch wird wahrscheinlich irgendwie größer und versucht dann anderen zu helfen. Also so Producer sind da auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr krass auf dem Trichter so. Auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall, also ich mache das ja noch nicht so lange und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel Hilfe auch so von Produzenten bekomme, aber so bis jetzt waren alle sehr nett zu mir. Wie fängt man denn eigentlich an, wenn wir nochmal ganz zurückgehen an den Anfang? Wir haben schon einmal drüber gesprochen, gerade ob so eine klassische Musikausbildung ein Zwang ist. Nein, ist nicht, aber hilft auf jeden Fall, habt ihr dazu gesagt. Wie steigt man ansonsten ein? Ist das heute so einfach, weil es Tutorials gibt, weil man auf YouTube The Producer Network gucken kann, weil man zu Beatcon gehen kann und zugucken kann, wie die großen Producer halt eben ihre Beats bauen? Oder ist es immer noch Geheimwissenschaft? So, was sind die ersten Schritte? Also, wenn ich das also kurz beantworten könnte, und zwar würde ich auch auf den Punkt gehen, mit der Liebe bezogen, weil das treibt dich ja dann an, einfach egal was zu machen. Also, ob du jetzt 8 Stunden, Hauptsache du machst irgendetwas, so im Sinne, weil nicht jeder hat den gleichen Weg und dadurch, dass halt die eine Straße geht und der andere gar nicht da durchgehen kann, weil vielleicht die Straße dann gesperrt ist oder so, ist es ja dann so, dass man dann halt einfach Hauptsache irgendwas macht. Und wie gesagt, diese Liebe lässt sich dann zu Beatcon gehen zum Beispiel, connecten, selber dein Skills ausbauen, keine Ahnung, vielleicht auch ein Beat, einfach ein Snippet von einem Beat auf Insta zu posten oder so Sachen halt. Das bringt dich ja alles dazu, das zu machen, weil so einen klassischen Weg, ich glaube, desto mehr man versucht, in mehreren Wege zu denken und zu denken, Hauptsache ich krieg erstmal den Fuß in der Tür irgendwie rein, so dass man in irgendwas macht. Ich glaube, das ist halt der richtigere Weg, wenn man so sagen will, wie man anfängt und was da, wie das so passiert. Weil man muss, glaube ich, offen sein für alles irgendwie. Wenn ich das so, ich betonte, korrigiert mich, wenn ich das... Einfach anfangen. Dranbleiben. Einfach anfangen und dranbleiben. Ja. Nicht aufgeben. Cool, okay, also flexibel vom Weg her, Hauptsache man macht was und beim einen ist es dann halt nächtelang Tutorials gucken und bei jemand anders hilft vielleicht die Zusammenarbeit mit jemandem, der schon erfahrener ist. Cool. Was holt man sich als allererstes für einen Teil? Wie fängt man an zu produzieren, wenn man jetzt noch nicht so ganz den Plan hat? Also mit was beginnt man tatsächlich? Also ich, iPad. Ja, ich hab mir einen Laptop geholt, einfach ohne nachzudenken. In rosa, weil er rosa war. Also ich habe wirklich gar nicht viel nachgedacht. Ich habe mir einen Laptop geholt, Interface, auch jetzt nicht das teuerste. Einfach nur, damit ich zu Hause, Hauptsache die Boxen sind gut. Also ich glaube, so die Boxen sind auch so sehr wichtig. Ja, so mit den kleinsten Sachen einfach angefangen. Und habt ihr irgendwie equipmentmäßig irgend so ein absolutes Lieblingsteil, wo ihr sagt, das ist über die Jahre hergekommen, ohne das könnte ich nicht mehr, das könnte ich nicht mehr abgeben? Ja, ich glaube, ich spreche für jeden Produzenten, und zwar die DAW, also die, das Projekt, das Programm, mit dem man hauptsächlich arbeitet. Ich glaube, das ist unerlässlich für jeden, weil man fängt dann irgendwie damit an und egal, ob es jetzt in meinem Fall Cubase ist oder FL oder also verschiedene Logic. Ja, Logic, stark. Logic ist, ist es halt so, dass man dann halt quasi einfach sich damit am besten auskennt. So. Und das ist auch das Fundament für alles. Habt ihr da viel ausprobiert, bis ihr zu eurem Programm gekommen seid? Oder war das ganz schnell gefunden? Ich habe direkt Logic gehabt und dann habe ich einfach mit Logic angefangen und dann bin ich da geblieben. Ich glaube, das ist auch bei jedem Producer so. Also, womit du halt anfängst, ist es immer irgendwie Zufall oder hat mit deinem Umfeld zu tun oder so. Oder der eine hat einen Fruity Crack oder du bist irgendwie auf dem Mac unterwegs, deswegen installierst du dir Logic. So. Also ich habe auch immer Logic und von Anfang an und bin nie irgendwie umgeswitcht. Also. Was sind denn, ihr habt jetzt auch schon bei vielen Sachen gesagt, so ja, Hauptsache man hat die Liebe und Hauptsache man macht was und dann ist der Weg egal, aber was sind denn so Challenges eigentlich, auf die man gerade am Anfang typischerweise stößt? Ist es, wie lerne ich Leute kennen oder wie komme ich ans Equipment dran oder woher kriege ich Wissen oder wie lerne ich es wirklich? So, was sind aus eurer Erfahrung die größten Herausforderungen? Ja, leider halt immer alles auf einmal, ne? Also vor allem am Anfang, also alles, was du gerade aufgezählt hast und alles,
Herausforderungen, mit denen man sich halt irgendwie auseinandersetzen muss. Und ich sage halt nur, also für mich einfach nur auf der Art und Weise, wie ich Entscheidungen getroffen habe, ich konnte immer super damit leben, wenn ich meinem Instinkt gefolgt bin und das gemacht habe, was geil ist. Und wenn ich nicht das gemacht habe, dann war es für mich nie cool im Nachhinein. So, das heißt so, eigentlich ist das, wie gesagt, das Einzige, worauf du dich verlassen kannst. Lerne, connecte, mach und auf dem Weg dahin immer dich für das entscheiden, was dir gerade Bock macht und wo du halt einfach Bock hast, dich einfach stundenlang den ganzen Tag damit zu beschäftigen. So, weil, ja, das ist halt der Key. Safe. Braucht man eigentlich als Producer einen Manager oder eine Managerin? Und wenn ja, ab wann vielleicht auch? Ist das was für Stars oder? Also müssen erstmal nicht, würde ich sagen. Natürlich, wenn du eine bestimmte Größe erreichst, dann kannst du dich nicht mehr um alles kümmern. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel Verlag, Edition, dies, das, Ananas, so, dann kannst du das nicht alleine stemmen, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Am besten als Produzent schläft man noch 3 oder 4. Dann muss man halt irgendwie produzieren, weil man Produzent ist. Und sich da nebenbei um voll viele Sachen zu kümmern, ist halt, ja, ist schwierig. Also ich würde sagen, erstmal nicht, aber ab einer bestimmten Größe. Aber selbst da sage ich, weißt du, wenn er dir Türen öffnet, am Anfang vor allen Dingen, und das irgendwie so ist, weil der kennt den, und die, dann ey, auch, go for it. So, weißt du, was ich meine? Es ist, wie gesagt, auch der Weg ist das Ziel, sagen wir mal so. Wenn es jetzt so um Opportunities geht zum Beispiel, kann es natürlich nicht schaden, wenn du jemanden direkt auch an deiner Seite hast, wenn er die Tür öffnen kann und so. Aber auch was das Learning angeht, ist es schon gut, wenn man auch am Anfang erstmal wirklich alles selber macht, bis man es halt nicht mehr kann, so, weißt du? Aber als Produzent solltest du schon einfach, weil das dein Job viel damit zu tun hat, dass du halt die einzelnen Bereiche auch wirklich irgendwie kennst und überall irgendwie hands-on sein kannst und auch da kommunizieren kannst und vermitteln kannst und so, ist es schon gut, wenn du erstmal das alles selber durchmachst. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre, wie ihr so zu Producer-Alben steht. Also es gibt ja auch Producer, die ein komplettes Album raushauen und dann eben verschiedene Künstler damit aufs Album nehmen. Könntet ihr euch das auch vorstellen? Was seht ihr da für coole Sachen und eher nicht so coole Sachen? Auch wieder schwer da jetzt was. Also ich glaube, das ist gut vor allem für Producer, die so wirklich einen Sound haben zum Beispiel, ne? Also der auch wirklich so ihre Visitenkarte ist, und wenn du halt dahin gehst, dann willst du halt genau das haben. Jetzt so, dazu würde ich mich jetzt zum Beispiel auch eher erzählen, so ich ziehe mir sehr die Energie daraus, dass ich so viele unterschiedliche Sachen machen kann und halt, wie gesagt, einfach auf dieses Gefühl hören kann, worauf man halt gerade Bock hat, und dass ich mir schwer tun würde, zum Beispiel ein Album zu machen, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt der Film und das ist der Sound, weil ich so das Gefühl hätte, okay, damit entscheidet man sich irgendwie so für eine Sache. Weißt du, was wir jetzt auf jeden Fall auch machen, ist Singles rausbringen tatsächlich, aber die sollen dann, bei einzelnen Songs hast du das Problem eben nicht, weil das ist dann halt nur die Visitenkarte für den Moment. So, okay, das sind Artists, mit denen wir gerade gerne zusammenarbeiten, das ist irgendwie Sound, den wir gerade feiern, hier, bitteschön. So, ne? Aber so auf Albumlänge wäre für mich persönlich auf jeden Fall, glaube ich, schwierig. Ja. Wie siehst du das, Shirin? Weil du hast ja gesagt, so dein Sound ist so sehr verträumt. Man könnte ja theoretisch so ein verträumtes Konzeptalbum mit Beats machen. Kannst du dir sowas vorstellen? In Zukunft bestimmt. Also ich mache mir jetzt nicht so extrem Gedanken darüber, aber so safe irgendwann. Auf jeden Fall. Für dich ist nichts. Ich sehe unter der Sonnenbrille deinen skeptischen Blick. Nein, wenn ich eine Sache sagen kann, die ich einfach cool an Produzentenalben finde, ist es halt so das Ding, dass halt dadurch neue Sachen entstehen können, weil der Artist, der Artist jumpt dann ja quasi drauf als Feature, und dadurch, dass der Produzent ja der Produzent ist und im Regelfall nicht vors Mic geht, oder was heißt nicht vors Mic geht, aber nicht final etwas recorded, so, ist es halt dann so, dass auch der Künstler mal was Neues probieren kann, wo der Producer sagt, ey, boah, ich hätte voll Bock mal auf sowas, und dadurch entstehen dann neue Symbiosen, das finde ich halt irgendwie geil, so, das ist halt das Coole, so. Würdet ihr eigentlich auch, wo wir gerade hier über Producer-Alben auch sprechen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich in den USA sagen würde, dass natürlich Pharrell und Kanye West viel für den Status von Producern getan haben.
Wen würdet ihr in Deutschland eigentlich hervorheben? Aktuell sind Mixo und MacLeod Leute, die sehr aus dem Schatten ins Licht getreten sind und einfach super krasse Superstars einfach geworden sind. Auch wenn man so in die ganze History von Deutschrap guckt, gibt es Leute, wo ihr sagen würdet, das ist jemand, den darf man nicht vergessen oder die darf man nicht vergessen, sonst wären wir wären alle nicht da, wo wir heute sind, ohne die Leistung und diese Person. Also jetzt so History-mäßig auf jeden Fall Desu, Monroe, Frequency, M3. Warum? Also wegen den musikalisch oder von... Ja, auch einfach vom Impact. Und wenn wir so davon reden, so von auch so Soundshapen oder halt so auch so Meilensteine auch so aus der Kultur heraus gedacht. Weißt du, also auch dieses Art of War Album damals von Desu, irgendwie, was weiß ich, Anfang 2000er oder boah, so. Das hatte ich, glaube ich, also, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da hatte ich ein Poster davon im Zimmer hängen. Das ja. ist ein bisschen dann, her. Das ist halt krass, weil das ist ein Producer-Album, weißt du, musst du dir halt vorstellen. So, ja. Weißt du, so deswegen auf jeden Fall, das sind jetzt so ein paar Namen, die mir jetzt so direkt spontan einfallen. Ich würde halt jetzt quasi, wenn wir auch einfach, können wir auch so zum Beispiel Beispiele nennen, jetzt die nicht ein Producer-Album bisher hatten, einfach wegen Soundästhetik, meint ihr auch? Ja, ja. Okay, also zum Beispiel, was mich halt hart geprägt hat auf jeden Fall, ist halt bei uns die Ecke, so auf jeden Fall Judy und so auch Mixu MacLeod, mit denen haben zum Beispiel haben wir eh schon genannt, aber so, das sind schon so wirklich drei Leute, die mich hart geprägt haben. Weil erstens auch natürlich so Judy in vielerlei Hinsichten mein Mentor ist so und und wir halt auch also nur um das kurz aufzubröseln, ich bin halt auch bei Judy im Studio drin und bin halt auch jeden Tag dort und er hat mich damals so quasi unter seine Fittiche genommen und deswegen hat er halt auf jeden Fall da den größten Impact für mich persönlich. Kannst du eine Sache herausheben, wo du sagst, das ist was ich von Judy gelernt habe und was super wichtig war? Ja, klar. Und zwar vor aller Soundästhetik, vor allem, also was halt auch meiner Meinung nach sehr, sehr krass ist, ist halt einfach auch sein Biss. Ich war am Anfang da und ich gehe immer auf charakterliche Eigenschaften, weil diese Soundästhetik, wenn du diesen Biss hast, dann kommst du da irgendwann hin. Also man kommt halt, aber wenn die Grundvoraussetzungen nicht da sind, dann ist es halt schwierig und das habe ich bei ihm gefeiert. Wenn Produktion, jeder kennt das, jeder Produzent kommt irgendwann an einen Punkt, wo er sagt, irgendwie alles scheiße, Mann, irgendwie alles kacke. Und dann da den Biss zu behalten und da zu sagen, so ey, nein, warte mal, ich bleib nochmal und nochmal produzieren und nochmal den vierten Remix machen, bis es geil ist, das muss ich schon sagen, habe ich mir einfach, das ist so die größte Eigenschaft, die ich an Judy schätze und auch, das so mir abgeguckt habe. Shirin, hast du Vorbilder oder Icons oder Mentoren, die du nennen würdest? Ich würde jetzt Suena nennen, direkt, weil sie... eine Frau, also es gibt halt sehr wenige Frauenproduzenten und sie ist einfach krass. Also so wie sie Klavier spielt, vom Charakter her, also ja, ich finde sie toll. Wichtiges Thema auch, was du ansprichst, da hat sich ja bei Rappern schon eine Menge getan, dass es auch sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche, sehr gute Rapperinnen in Deutschland gibt. Ich bin ja auch an der Beatcon mitbeteiligt, da ist es auch, ich liebe diese Veranstaltung, die ist super geil, die hat eine super geile Atmosphäre, weil alle Leute, die da rumrennen, so super im Thema drin sind und so viel Liebe für das haben, was sie machen, dass es einfach Spaß macht für mich als jemand, der nur die Hälfte davon versteht, aber das einfach mitzuerleben. Aber eine Sache, die auffällt, ist, man muss dann schon auch sagen, wir organisieren jetzt ein Female Camp beispielsweise und tun was dafür, dass es hier mehr Frauen gibt, weil ansonsten rennt da echt eine Menge Männer rum. Ja, so. Das ist aber, weißt du, weil gerade bei Producern ist das krass. Wirklich. Dass das nur Männer sind? Nein, sehr gut, dass man sich einsetzt. Nein, dass man vor allen Dingen halt auch was dafür tut, so, weil es ist definitiv so, dass viel zu wenig Frauen im Game drin sind und dass man sich das halt auch auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall was nachkommen muss und auch Unterstützung da sein muss. So. Wo kommt es denn her und was kann man dafür tun, um an der Situation was zu ändern? Denn es ist klar, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen geht auch Rapmusik super viel verloren, wenn wir in Strukturen leben, die auf die ein oder andere Art dazu führen, dass halt zu wenig Frauen produzieren. So. Wo seht ihr Ursachen und wo seht ihr Ansätze, was zu ändern? Also ich
vielleicht sind, also man muss sich einfach durchsetzen so und sich vielleicht nicht denken, boah, da sind nur Männer, einfach machen. So, und ich, also es gibt ja noch andere Frauen und ich bin so der Meinung, dass es in Zukunft auf jeden Fall auch viele dazukommen werden. Also ich hoffe es. Und an alle, die sich denken, ah, ich weiß nicht, einfach durchziehen. Vor allem, wie du das auch vorhin gesagt hast, wie manche Leute erstmal was ganz anderes erwarten, wenn du auf die Bühne gehst und dann steht da eine Frau. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass andere Frauen, dass die einfach sehen, okay, Beats machen können eben auch Frauen und dafür braucht man dann einfach Leute, die das gut machen, Frauen, die das gut machen und die dann automatisch da ein bisschen Sichtbarkeit erzeugen und als Vorbild irgendwie dienen können und ermutigen. Auch so sich gegenseitig unterstützen, so, also auch zwischen den Frauenproduzenten einfach. Also ein Camp ist ja, hört sich ja nice an, ist ja schön. Dann kann man sich so gegenseitig Tipps geben, also ist bestimmt eine gute Gelegenheit. Es gab, okay, also Vorbilder würdet ihr sagen, sind was Wichtiges. Die, es muss Producerinnen als Vorbilder geben. Man denkt ja vor allem immer an Mel Beats, wenn man an Producerin auch in Deutschland denkt. Natürlich ja, nicht nur, aber gerade wenn man auch so ein bisschen weiter zurückguckt und so weiter. Hat das alleine ja auch noch nicht dafür gesorgt, dass man dann so nach Mel Beats, die ja auch ein eigenes Album gemacht hat und sehr, sehr erfolgreich war und sehr bekannt bis heute ist und so weiter, dass man, da hat es trotzdem noch zig Jahre gedauert, bis es langsam mehr Producerinnen wurden. Also gibt es noch mehr als das? Weil ich finde auch, also wenn du sagst, man muss sich durchsetzen, bestimmt, aber es gibt ja Gründe, warum sich vielleicht sogar Frauen noch mehr durchsetzen müssen als Männer. Also es muss irgendwelche Hindernisse ja noch geben, die aus dem Weg zu räumen wären. Ich denke halt, Frauen werden meist vielleicht unterschätzt, ich weiß es nicht. Also so, wenn ich jetzt in den Raum betrete und die Leute wissen nicht, dass ich Produzenten bin und dann sage, ah, ich bin Produzent, hä, was? Wirklich? So. Können Sie bitte den Producer holen? Ja, können Sie, ich bin schon hier. Ich nehme mal einen Kaffee, danke. Ja. Okay, also das gibt's schon noch und das ist natürlich aber auch so ein bisschen dann so ein... Ja, so ein Schneeballeffekt oder so, ne? Je weniger Producerinnen es gibt, die erfolgreich sind, desto weniger, also desto schwerer ist es vielleicht, den Respekt dafür zu bekommen. Und je mehr es dann werden, desto selbstverständlicher wird es auch. So, ja. Ja, aber also ich glaube, das kommt auch, weil es gibt massig Talent. Also jetzt so mit durch Swena ist das natürlich auch ein sehr großes Thema auch bei uns. So, und wir haben immer gesagt, so, ey, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da halt anfangen, irgendwie auch wirklich junge Mädchen zu fördern und irgendwie versuchen, Dinge besser zu machen als in der Zeit quasi, wo Swena halt angefangen hat, so. Weil einfach die Sichtbarkeit ein riesengroßes Problem ist. Das Talent ist massig da, auch alles, was immer zugeschickt wird, also ist wirklich, wirklich krass, was es da gibt, so. Und ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das auch ein bisschen mehr so angenommen wird. Also bei Swena kenne ich das auch, so, also jetzt natürlich nicht mehr, aber so vor allem am Anfang war auch auf dieses Ding, ach, du produzierst, ach krass, ich dachte, du bist... Ja. Einfach Klavier, Pianistin oder halt irgendwie Toplinerin oder so, genau. Und da merkt man auf jeden Fall schon einen gewissen Progress, aber das muss auf jeden Fall noch viel, viel, viel besser werden. Was sind so Namen, die wir da einmal in den Raum werfen können? Wer sind so krasse Produzentinnen? Also ich könnte die ich jetzt kenne, also Lia. Lia ist auch da, kommt sie aus Bietigheim. Duisburg. Ja, genau. Ja, genau, Lia. Michelle ist auch noch ein sehr junges Mädchen. Müsli. Ja, genau. Müsli. Müsli. Ja. Überkrass. Auch, ja, genau, sie ist auch richtig krass. Ja, Machiavelli ist aber nicht aus Deutschland, glaube ich. Also ich kenne tatsächlich wirklich nicht so viele. Also Melbeats haben wir jetzt schon einmal gesagt, aber ja. Shirin. Shirin. Ja. Hey. Auch zum Beispiel noch was zu Müsli. Also wie krass das Talent ist, dass eine junge Producerin, die ist 17 gewesen, die war einfach, oder ist, ich weiß es nicht mehr, aber sie ist einfach bei 808 Mafia gesigned. So, sie mit 17. Sie produziert auch seitdem sie 12 ist, glaube ich. Ja, so, und das, was für ein unglaubliches Talent in ja. Frauen steckt, die halt nicht supportet werden und das ist halt, ja. Wir haben gleich auch noch Zeit für Fragen, für eure Fragen. Also überlegt euch ruhig schon mal was, wenn ihr Bock habt, euch mit einzubauen. Ein Thema habe ich noch, ich weiß nicht, Chara, was du noch hast, aber eine Sache, die ich noch wichtig fände, ist das Thema Social Media. Noch wieder zu der Sache allgemein, wie kann man auf sich aufmerksam machen, was kann man wie für sich nutzen und will man eigentlich. Auch da gibt es natürlich so viele Wege, wie es Producer gibt, ne? Und das kann jeder für sich selber machen, aber...
auch vielleicht persönliche Erfahrungsberichte und aus eurem Umfeld. Wie kann man Instagram für sich nutzen? Wie kann man TikTok für sich nutzen? Wie spannend ist es vielleicht, wie A zum J auf Twitch live zu gehen und da Dinge zu machen, vielleicht selber Tutorials anzubieten und so weiter. Was würdet ihr sagen, welche Möglichkeiten bietet Social Media für ProducerInnen? Ja, auf jeden Fall viel, weil man mag das manchmal nicht so meinen, aber oder denken. Es ist aber halt so, dass jeder von uns auf Social Media sehr aktiv ist und guckt halt rum. Also jetzt nicht im Sinne von, dass wir viel posten unbedingt, der eine mehr, der andere weniger, aber man guckt sehr, sehr viel. Und dementsprechend landest du dann einfach auf irgendwelchen Seiten von irgendwelchen Producern, die dann halt so, ja, so Snippets von deren Beats haben. Ich habe mir das zum Beispiel, also Tausende angehört und angeguckt und war auch auf Seiten, deswegen ich würde da auf jeden Fall das nutzen, indem man halt zeigt einfach, was man an, als Material so hat, so rumliegen hat. Ne? Gibt auch viele Producer, die dadurch, Deutsche auch, die international halt dadurch Erfolg bekommen haben, weil irgendein Produzent, der richtig groß ist, sich dann gedacht hat, boah krass, der macht krasse Samples oder macht krasse Drums oder so oder ist kreativ. So. Ja. Ja? Vor allem auf TikTok auch. Ja. Schließt ihr euch komplett an oder seht ihr noch andere Möglichkeiten? Also man kann natürlich auch Social Media einfach zum Networken benutzen, man kann es machen, um seine Arbeit zu zeigen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, man kann auch zum Beispiel live gehen und Tutorials anbieten und sich dadurch auch eine Fanbase aufbauen oder theoretisch viral gehen, weil man so krass Trompete spielt oder so, ne? Und sich dadurch irgendwie einen Namen machen. Also würdet ihr da noch was ergänzen? Also man kann es auf jeden Fall so machen, man kann auf TikTok auch beispielsweise zeigen, wie man Beats baut und so, also aufmerksam auf sich selbst machen. Die Sache, die ich halt, wenn man sich zu viel in dieses Ganze rein vernetzt, dann geht irgendwann die Zeit und Kreativität für das Eigentliche verloren. Deswegen muss man da auch so eine gesunde Mitte finden, dass man sich nicht nur auf dieses Social Media fokussiert, sondern eigentlich auch auf die Musik, weil das ist ja am Ende trotzdem das Wichtigste so. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so auch von allem, was ihr geantwortet habt, weil wir jetzt auch gesagt haben, Producer werden immer mehr Stars und gehen aus dem Schatten ins Rampenlicht. Gleichzeitig hört man bei euch aber auch immer so raus, first and foremost seid ihr einfach Musiker. So, und ihr seid nicht in diesem Game, weil ihr um jeden Preis Stars sein wollt, egal womit. Ja, und wenn das dann mit, keine Ahnung was, mit Melonen jonglieren ist, ist auch cool, Hauptsache Fame, sondern ihr seid halt Musiker und wenn Fame und Aufmerksamkeit dazukommt und wenn solange es Spaß macht, ist cool, aber wenn Social Media von der Musik ablenkt, dann lieber weniger Social Media und mehr Musik, oder? Ja. Und ich würde mal sagen, wir sind auf jeden Fall dankbar, weil wir sind ja die Leute, die sich die Musik dann anhören und fühlen. Ich hoffe, ihr habt den Talk hier auch ein bisschen gefühlt. Und Toxic hat es gerade schon gesagt, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit für Zuschauerfragen. Es gibt sogar ein eigenes Mic, kein vollgespucktes von uns. Möchte jemand? Wer hat Bock? Wer hat noch eine Frage? Hier vorne. Am Anfang sind immer alle Mike schüchtern kommt, und dann Mike fängt kommt. Einer an und dann kommen alle Fragen. Hi. Hi. Ihr hattet ja schon über Producer-Alben geredet und ich habe noch eine Frage, ich glaube, das ist nur in einem Halbsatz gefallen, wie das ist mit Features, also wenn man selber auch eine Artist-Seite hat, dann zum Beispiel auf Spotify und dann quasi eine Single gleichberechtigt mit dem eigentlichen Rapper, Rapperin, rausbringt, was für Gründe es dafür oder dagegen geben könnte und warum ihr das bis jetzt gemacht oder nicht gemacht habt. Genau, weil mir das aufgefallen ist, dass das neben den Producer-Tags, die es ja immer wieder jetzt auch mehr gibt in den letzten Jahren, auch das in letzter Zeit immer mehr geworden ist, dass auch große Singles, zum Beispiel von Mixu McCloud und so weiter, ja, gleichberechtigt von Rapper und Produzent zusammen oder Rapperinnen und Produzentinnen zusammen rausgebracht wurden. Sehr gute Frage. Die hätten wir auch haben sollen. Aber gut, danke, dass du hier bist. Ja, also das hat auf jeden Fall unterschiedliche Gründe. Also vor allem so hat sich das ein bisschen durchgesetzt bei jüngeren Artists und Newcomern, die halt auch anfangen mit neuen Produzenten zusammen zum Beispiel zu arbeiten und am Anfang auch keinen Deal haben oder so und dann jetzt nicht unbedingt die Beats bezahlen können oder halt, ne, und dann sagt man halt, ja gut, okay, lass uns einfach zusammen das einfach veröffentlichen und das, was reinkommt, teilen wir uns dann auf, weißt du? Das hat so pragmatische Gründe oder
Wie gesagt, wenn du als Produzent anfängst, dir mehr über deine Marke Gedanken zu machen oder auch mal für Songs oder für einen Sound stehen willst, dann sagst du halt, ey, so kann ich damit gelistet sein, einfach damit das auf meinem Artist-Profil mit draufkommt und einfach in meinem Profil einfach mit einspielt. So. Ja, das sind eigentlich so die... Das ist ja auch automatisch Aufmerksamkeit wieder, worüber wir ja davor gesprochen haben. Das ist ein Pluspunkt dann da dran, halt eben dann auch wirklich als... Das könnte ja auch eigentlich totaler Standard sein, ne? Also du hast zum Beispiel von Ruggathon, glaube ich, vorhin erzählt, dass es normal ist, dass dann der Vocalist am Anfang den Namen vom Producer irgendwo nennt. Es ist ja in jedem Genre anders. In Dancehall war es dann immer normal, dass über den gleichen Rhythm diverse Vocalists drüber gegangen sind, was im Rap wieder völlig unüblich war. Das war höchstens mal ein Remix, dass zwei Leute den gleichen Beat benutzt haben. Und es könnte ja auch totaler Standard sein, dass natürlich immer beide Namen gleichberechtigt dann im Song stehen. Ja, aber da muss man auch sagen, gibt es ja schon trotzdem Progress. Du hast bei Spotify bei jedem Song, also wenn du dich dafür interessierst, das ist ein Klick und dann siehst du, wer das produziert hat. Bei den Videos steht oft im Titel einfach das mit, also da, man, also ne, da gibt es schon noch eine andere Sichtbarkeit. Also wenn du das alles so zusammennimmst mit den Tags und so, ist... Safe. Ja. Cool. Haben wir noch jemanden? Oh, wow, eine ganze Menge. Du musst jetzt gucken, wer der Erste war. Die Erste war. Hallo? Wie macht ihr das so mit Essen im Studio? Also bestellt ihr euch immer was oder nehmt ihr euch was mit? Und wenn ja, was ist euer Lieblingsessen, was ihr euch bestellt? Wir bestellen immer Essen. Ohne Essen geht gar. Also ich habe davor keine Zeit, um noch jetzt so zu kochen und noch da zu essen. Also wir chillen, treffen uns meistens und dann bestellen wir uns was zu essen. Kommt immer drauf an, worauf man Bock hat. Also asiatisch oder Köfte so. Geil. Ja. Power Red Blau. Auf jeden Fall nur bestellen. Also ich bin also ganz, ganz schlimm. Also ich nehme mir auch jedes Mal vor, es ist immer so ein Neujahresvorsatz bei mir, okay, dieses Jahr wird gekocht und nichts, aber es passiert einfach nicht. Es wird jeden Tag, also in Berlin ist es ja noch schlimmer, du hast einfach alles, zu jeder Uhrzeit kannst du dir immer alles bestellen. Ja, das ist echt schlimm. In Duisburg hat auf jeden Fall ab 20 Uhr schon alles zugefühlt. Das merke ich auch immer, wenn ich außerhalb von Berlin bin, das ist das Schlimmste. Ich bin einfach nicht überlebensfähig, wenn ich nicht 24/7 irgendwas bestellen kann. Aber Judy kennt in Duisburg einen sehr guten Italiener auf jeden Fall. Ja, aber 19.30 Uhr zu hat wahrscheinlich. Ja, der hat wirklich um 20 Uhr schließt er schon. Okay, wir hatten noch eine dritte Frage, die schaffen wir auch noch. Danke. Check. Mich würde interessieren, wie wichtig... Wir hören dich, alles cool. Wie wichtig ist euch Effizienz in den einzelnen Sessions? Also seid ihr eher sehr strukturiert beim Vorgehen oder lässt ihr dem Ganzen auch manchmal ein bisschen mehr Raum? Und wenn ja, also wenn sehr effizient, was war so das größte Learning, dass ihr dahin gekommen seid? Nochmal den letzten Satz. Also, wenn euch Effizienz wichtig ist und wirklich strukturiert vorzugehen, was war das größte Learning, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid und wirklich straight on point arbeiten könnt? Soll ich was sagen? Ja, sag du. Einerseits, Effizienz ist mir sehr wichtig auf der einen Seite. Ich bin auch sehr so, wenn man einen Song anfängt, bin ich sehr schwer, wenn irgendjemand nach Hause geht, bevor der Song nicht 100% fertig ist, weil ich immer halt auf diesem Ding bin, wenn man einmal in so eine gemeinsame Zone kommt, wir haben ja vorhin noch von Konzentration gesprochen und so, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Dreiviertel-Fertig-Song hast und dann irgendwie dich drei Wochen später noch an einen zweiten Part irgendwie setzen musst, das ist einfach so der größte Pain, deswegen auf jeden Fall, es muss ein Song fertig werden und halt, ne, lass hier sein, aber, oder womit ich mich schwer tue, sind so getaktete Sessions, so man trifft sich, okay, wir haben jetzt Zeit von 11 bis 19 Uhr oder weißt du so, sondern also so go with the flow und komplett auf, ne, auf chillig und einfach bis der Vibe stimmt und ne, lass machen und ne, und das wäre vielleicht dann auch so ein Tipp, wenn du gerade anfängst oder halt so, ne, ich würde jetzt nicht so 3 Sessions am Tag machen, und sondern halt gucken, also selektieren, gucken, was ist dir wirklich wichtig, wo willst du wirklich auch den Weg quasi gehen bis zum fertigen Song und dann da halt einfach deine ganze Kraft reinstellen, aber halt auf entspannt. Ja. Ihr geht mit. Safe. Und schön, wohlfühlen ist ja auch. Ja, wohlfühlen.
Wir haben eine harmonische Runde heute gehabt. Eine letzte abschließende Frage habe ich noch. Auf welcher Plattform können Newcomer-Produzenten am besten ihre Beats platzieren, damit die gesehen werden? Gibt es so eine Plattform, wo wirklich Beats irgendwie Fokus haben? Ist es TikTok? Ist es was anderes? Boah, also wenn man jetzt wirklich rein nur für Beats gibt, nur nach Beats geht, dann gibt es schon Seiten wie zum Beispiel Beatstars oder so. Ne, da sind auch sehr, sehr viele gewesen, die, also Künstler, sag ich, die halt sich dort immer bei einem bestimmten Produzenten halt wirklich echt immer Beats geholt haben. Und dadurch halt auch dann natürlich halt so, ja, sagen wir mal so, halt schnellen Wachstum erlebt haben, sagen wir mal so. Auch da weiß ich nicht, ob man da so eine konkrete Antwort hat. Ich glaube, Instagram, alles, wo du Gehör kriegen könntest, versuchen abzuklappern. Das ist, glaube ich, so der beste Tipp, den man da so geben kann. Ne, und jetzt zum Beispiel jetzt dann gerade eben, sagen wir mal so, ist TikTok gerade so voll angesagt oder so, dass man halt dann sagt, okay, ey, guck mal, dann check ich mal da die Möglichkeiten und Possibilities ab, so, weißt du? So, von den Dingen her. Okay, damit glaube ich, können ein paar Leute auf jeden Fall was anfangen, Toxic. Hoffe ich, yes. Danke an euch drei, dass ihr hier wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Uns wurden gute Insight in die Producer-Welt gegeben. Danke an euch, dass ihr den Talk hier begleitet habt. Genau so sieht's aus. Einen ganz, ganz warmen, freundlichen und lauten Applaus für unsere drei Gäste. Danke, dass ihr dabei wart. Sehr geil. Dankeschön.